Hallo. Hallöchen. Mir geht's gut und dir? Mir geht's auch sehr gut. Ich bin sehr aufgeregt. Wegen mir? Aufgeregter als du, ja. Oder wegen dem, was gleich auf dich zukommt? Wahrscheinlich eher wegen dem, was gleich auf mich zukommt. Ich muss gleich auf die Bühne. Wo sind wir hier eigentlich? Wir sind in Stuttgart in der Porsche Arena. Und wer singt gleich vor dir? Vor mir singt Mark Forster. Mark Forster? Jawohl. Der wer ist denn das? Das ist mein großes Vorbild, mein Kumpel und natürlich der beste Sänger Deutschlands. Der ist gerade auf Tape-Tour. Und ich darf dabei sein. Und du bist, glaube ich, die erste Sängerin, die er in seinem eigenen Label unter Vertrag genommen hat. Ganz genau. Ich bin First Lady of Marex. So sieht's aus. Wie blau war er da? Das musst du ihn selber fragen. Das weiß ich nicht. Können wir bitte gleich nochmal ganz kurz zurückgehen zum Marc? Nein, ist klar. Du warst die erste Sängerin, die bei ihm unter Vertrag gekommen ist. Die erste Single war, glaube ich, auch mit Sido zusammen blau? Genau, blau. Wie ist diese Idee entstanden mit dem Marc? Ist Marc auf dich zugekommen oder hat er dich irgendwo gesehen? Ich habe Marc kennengelernt 2014. Da waren wir beide mit Sido auf Tour gewesen, auf einer ziemlich langen Tour. Und ich habe Background gesungen bei Sido und Marc hat einer dieser Steine als Single gerade mit Sido draußen gehabt. Okay. Und wenn man so 6 Wochen aufeinander hockt, dann ist man entweder Freund oder Feind am Ende. Und wir sind Freunde geworden. Und dann habe ich ihn einfach die ganze Zeit immer genervt und meinte, komm, lass mal Mucke machen. Dann hatte er immer keine Zeit. Und dann irgendwann habe ich ihn erwischt, als er auf Teneriffa war und sein Album aufgenommen hat, sein Tape-Album. Da hat er 5 Minuten Zeit gehabt und dann meinte ich, komm, schreib mir ein Lied. Und er meinte, okay, ich fange an. Und von da ging das dann so weiter. Jetzt muss ich aber gestehen, der Song Blau oder auch die neueste Single von dir, wie es ist, die hören sich aber nicht nach 5 Minuten Entwicklung an. Nee, das sind ja erlebte Geschichten, das sind ja jahrelanger Herzschmerz und viel Erfahrung und alles steckt da mit drin. Nee, also wir haben ja schon gut ein Jahr an dem Album gearbeitet, also das ist nicht alles so schnell passiert. Wie heißt das aktuelle Album von dir jetzt? Mein Album heißt Karussell, mein erstes Album. Stimmt. Ja, das ist auch schon länger rausgekommen, das lass mich überlegen. Du hast das Datum im Kopf. Ich glaube, das war 23. Juni kam das raus, ja. Den Artikel habe ich bei mir im Portal drin, das weiß ich ganz sicher. Ja. Ich habe das Cover noch einigermaßen im Kopf drin. Ja, da bin ich drauf. Echt? Ja, stell dir vor, wäre mein Bild drauf, dann wären wir scheiß Verkaufszahlen. Ja, wer weiß. Vielleicht wäre das auch gerade das Ding. Ne? Nö. Du hast jetzt die große Chance, ja auch mit Marc unterwegs zu sein. Du hast die große Chance, auch das Publikum von dir zu überzeugen. Wie gehst du auch schon mit dem Anfangserfolg um, den du insgesamt schon mit Blau gehabt hast und jetzt mit der neuen Single, drückt hier sowieso die Daumen. Wie gehst du damit um? Also ich versuche das einfach irgendwie zwischendurch immer zu verdauen, wenn ich kurz Zeit habe. So ist natürlich alles schon sehr überwältigend. Ja. So, die Leute singen mittlerweile die Texte mit. Ich war jetzt auch auf meiner ersten eigenen Tour, habe meine erste eigene Tour gespielt vor meinem eigenen Publikum. Das war natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer, wenn die Leute tatsächlich wegen einem selbst dahin kommen. Und ja, es ist sehr aufregend und sehr schön. Ich bin gespannt, was noch kommt. Also ich würde jetzt behaupten, so wie ich dich jetzt gerade kennenlerne, Musik ist wirklich deine absolute Leidenschaft, oder? Voll, ich habe keinen Bock auf was anderes. Wann musst du auf die Bühne? Ja, jetzt gleich eigentlich. Ich muss mich langsam fertig machen. Dann würde ich sagen, ich sage Dankeschön. Ja, ich danke dir. Ja, na klar, darf ich das auch noch sagen? Ja, selbstverständlich. Du darfst hier alles sagen. Du kannst jeden grüßen, wenn du möchtest. Cool, geil. Hast du deine eigene Tour? Ja, ich habe wieder meine eigene Tour. Und zwar bin ich ab März wieder unterwegs in einer Stadt in eurer Nähe. Also checkt einfach meine Facebook-Seite @ichbinsAmanda oder www.amanda-official.de. Da gibt es auch alle Informationen. Und dann abonnieren, teilen, liken. Und ich behaupte mal, sobald wir die Info haben bezüglich der Tour, wird die auch bei uns im Portal erscheinen. Freue mich. Vielleicht kommt ja einer davon. Kommst du auch? Wenn ich eingeladen werde, auf jeden Fall. Okay. Ich mach die Gästeliste klar. Dann sprechen wir das nachher mal ab. Ich komme auf jeden Fall. Bist du auch in Stuttgart irgendwo? Ja, bestimmt, sicher. Mit Sicherheit. Dann bin ich dabei. Im Ländle sind wir immer gern. Finde ich gut. Alles klar. Ich drücke dir die Daumen. Viel Spaß hier auf der Bühne. Und nochmal danke für deine Zeit. Ja, bitte. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.